Wenn du die Wahl hättest, einer von deinen männlichen Freunden zu daten, wer wäre es? Nee, du triffst ganz. Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin's Marjorie. Heute sind wir wieder zurück mit einem neuen Chit-Chat-Sunday-Video für euch. Das heutige Thema lautet Say it or take a shot. Fangen wir direkt mit dem Video an. Wir haben noch die Karin hinter der Kamera und sie wird uns die Fragen vorlesen und ich mache Yeah. Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Hattest du jemals eine Ultraschalluntersuchung? Nein. Marjorie, fangen wir bei dir an. Nee, hatte ich nicht. Okay. Ich hatte keine Ultraschalluntersuchung. Nee. No. Wenn du nicht reden willst, dann musst du... Was? Wenn du... Wenn, nein, zum Beispiel, wenn du überhaupt gar keinen Kommentar darüber geben willst. Ich habe noch nie. Say it or shut. Das heißt, du musst darauf antworten. Wenn du nicht antwortest, dann musst du trinken. Ah, okay. Nein, hab ich glaube schon. Nein. Ja, aber das hat nichts mit Schwangerschaft zu tun. Das ist einfach nur, um abzuchecken, so ich gerade war. Okay, weiter? Ja, aber nicht auch Hals. Ah, okay. Ja. Okay. Okay, nächste Frage. Wenn du die Wahl hättest, einer von deinen männlichen Freunden zu daten, wer wäre es? Nee, du triffst ganz. Ich muss gerade überlegen, wen ich denn so einen männlichen Freund habe. Aber ich kann diese Frage, ich darf das echt nicht beantworten, sonst. Take a shot. Ich beantworte. Oder? Mhm. Sag! Beantworte es doch nicht. Aber wenn ich den daten würde oder. Nein, sag nochmal, lies nochmal die Frage vor. Wenn du die Wahl hättest, einen von deinen männlichen Freunden zu daten, also wenn du. Jemanden aus deiner, also aus deinen Menschen von denken müsstest, wer wäre es? Nee, das kann ich nicht. Doch! Nee. Denkt, man geht den Problemen aus dem Weg. Okay. Also. Du bist da. Also nicht. Nicht immer, aber ich sehe den so, das ist mein Bruder, das geht gar nicht. Ich finde, meine männlichen Freunde sind meistens meine Brüder. Ja, ja, man muss aber die Lesen. Das ist jetzt ausblenden. Mhm. Runter. Ist ja auch Englisch. Ach ja. Okay. Ich sehe nur Kevin und ich kann Kevin nicht denken. Hast du keinen anderen Bruder? Du so früh jetzt mit dem Chit-Chat irgendwie? Nein. Dann musst du trinken. Prost. Nein, nein. Und nicht den Problem. Also ich würde Ryan daten. Mhm. Nein, nicht über den Lippen. Ich will doch der Italiener. Aber so über den Lippen. Ich will es doch so. Zeigt uns jeweils, was die letzte Nachricht in euren DMs war, die ein Typ geschrieben hat. Und lest sie jeweils vor. Okay. Wer hat das mit Nachrichten gemacht? Zeigen. Die ein Typ geschrieben hat, also nur die DM, nicht den Namen müsst ihr sagen. Hier, those eyes too. Und bei dir? Aber in den Anfragen oder in den... Nein, nein, die letzte Nachricht in den so. DMs, nicht in den Anfragen. Nicht Anfragen. Nein. Oh, das war Kelvin. Ja, du machst, das machst du aber gut, bist bestimmt Mitarbeiter des Monats. Muss man auch den Namen sagen? Alles nein. Okay. Was sind eure? Also, Amalien, geht es dir sonst gut? Ah, okay, was mit dir? Du hast einen Beitrag gesendet. Ah, okay, was mit dir? Leckerli. Ah, okay, was ist mit dir? Hey. Und bei dir? Was ich essen will. Okay. Solche Nachrichten brauchen. So. Wen datet ihr momentan? Niemand. Nobody. Haben wir noch mehr von diesen? Das ist so, 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 so.
Alkohol. Nachschub wovon? Shot! Alkohol. Hey, Jesus! Wem habt ihr zuletzt auf Snapchat geschrieben, den ihr gedatet habt? Und was habt ihr geschrieben? Ich habe lange nicht mehr gedatet. Ja. Wem? Wem? Das ist kein Sinn. Ich wenn ich ja schon nicht sagen will, wen ich date oder ob ich jemanden date, dann... Ja, aber es kann doch sein, dass Leute das sagen wollen. Ja, das stimmt. Ach so, fuck you. Ich habe geschrieben, was machst du? Ja, deine Freundin Riri. Ah, okay. Das hat sie zuletzt geschrieben. Was du geschrieben hast. Mach mal einfach, was ich dir sage. Ich? Okay. Nee. Was ist mit dir? Fuck you. Ah, und du? Habt ihr jemals einen Typen betrogen? Nein. Okay, gut. Ich muss gerade überlegen, aber... Good girls. Nein. Überlegt. Okay, wen kannst du am wenigsten von Chit-Chat Sunday... Warst du? Leiden? Latif. Ja, ich auch. Latif. Der ist kritisch. Ich komme mit allen gut zurecht. Der muss trinken. Wir müssen trotzdem einen Namen nennen. Ja. Der ist böse einfach. Latif. Der ist anstrengend. Ja. Okay, Madu. Dann trinke ich lieber. Wen? Micky. Ah. Red Flag. Und ich hab keine Lust zu trinken. Ich mag alle. Sie hat schon getrunken. Und du? Ich mag auch alle. Ich hab keine Zeit für Hate. Okay. Latif. Okay. Wie viele Jungs habt ihr bis jetzt gedatet? Gehört zu den Daten auch immer dieses Essen gehen? Ja. Nein. Okay. Essen gehen. Aber Essen for free kann ich doch nicht. Ja, das deswegen frage ich ja, weil das gehört zu den Daten. Weil wenn das dazu das gehört geht, dazu. Dann kann ich nicht das beantworten, weil ich nicht weiß, ja, weil Essen für free, ich stimme immer zu. Danke. Tatsächlich schon eine, ne? Ich war mit Flex. Das ist ja das. Dann musst du ja sagen. Wart ihr Friendship oder nicht? Weil Dating ist ja wirklich, du gehst mit einer Person, nicht mit einer Makanissi. Ja, okay, das ist mein bester Freund. Nein, du gehst dahin, okay, du machst dich schick, okay, diese Person mag ich mehr als einen Freund. Ich kann gar nicht mitzählen. Was ist, wenn man nicht essen kann? Essen for food, ich sag nie ungefähr. Ich trinke einfach, ich hab keine Lust zu zählen. Drei, ganz ehrlich. Ich glaube, ich komme auch nur so auf die 3 oder 4, ne? Wie viel habt ihr gerade auf eurem Kontostand? Gerade? Oh. Geld kommt nächste Woche, ja? Ja! Sag nächste Woche nochmal! Ich kann nicht mit Geld umgehen, ich bin bis zum Geburtstag auf jeden Fall broke. Achso, wenn auf PayPal, dann habe ich... 320. Ja, ich habe 180 oder so bei PayPal auf meinem normalen Konto. Auf meinem normalen Konto habe ich nichts. Auf meinem normalen Konto. 250! Und du? Auf meinem normalen Standardkonto. 100 noch. Mhm. Den Rest des Monats. Aber nächste Woche kommt Geld. Deswegen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall eigentlich nicht so ein Fan von der Bank. Ne? Ich investiere mein Geld anders, aber ich glaube, so 100. Wann habt ihr das letzte Mal Geschlechtsverkehr? Wo wusste ich, dass das kommt? Ich muss keine Jungfrau. Nur eine. Ah! Red Flag! Red Flag! What are you lying? What are you lying? Oh my god! Stop fucking lying! Ich muss doch nicht sehen! Erstmal geschrieben, open the door. Ich kenn's. Open the door. Betrunken?
Winter. Steht ihr mehr auf Fußballer oder auf Rapper? Fußballer. Fußballer. Dito. Rapper. Was heißt Dito? Beides? Auch. Nein, auch. Fußballer. Auch. Ah, okay. Das sogar ich. Fußballer. Fußballer. I go with a rapper. Rapper. Und du? Rapper. Und du auch? Rapper. Ja. Nein, Fußballer sind meistens skinny, weißt du, klein, nein, skinny. Ich bin böse, ja? Natürlich, die meisten Fußballspieler sind so richtig gut trainiert. Ja, aber das ist für mich so. Ich brauche wirklich doch, so. Doch, wenn du die auch so. Ja, 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 kann ich sagen, sind die Jungen, keine Ahnung. Ja, da kann ich mir aussuchen gehen, aber Fußballspieler. Der hat seinen Stock zu kriegen. Fußballer, der sportlich. Andere Pimmer. Ausdauer. Was ist eure Lieblingsstellung? Meine Lieblingsstellung ist die Stellung, wo ich liegen muss und nichts machen. Ja. Ah, nein, nicht diese Stellung. Aber ich dachte schlafen. Schlafen. Oh, Drink und Short und ich schlafen. Ich überlege gerade. Wir gehen weiter. Open the door, buddy. Aber hier ist wirklich open. What's your favorite position in bed? My bedroom. Ja, mais comment tu connais toutes mes positions préférées? Ayana Kaya. Oui. My legs on his shoulders. Sportliche also. Der Gelenkwerk. Ihre Mutter wird das akzeptieren, mein Papa wird das sehen. Komm, was soll der machen? Daniela sagt, so, komm, sag. So, so. Ja. Aber why you like a queen? Passieren sollte, ne, bin ich auf jeden Fall auch für Lemmy Riley, ne? Ja, aber das ist nur nicht verrückt. Du musst auf jeden Fall gelenkig sein. Also die Position muss gelenkig sein. Du musst auf jeden Fall gelenkig sein. Du musst experimentieren. Man muss experimentieren. Du bist also experimentierfreudig. Ja, aber man war dick und aus. Hattet ihr schon mal eine Freundschaft-Plus-Beziehung? Ja. Definitiv. Ah! Elle assume. Ist gut. Aber ich bin ehrlich. Nein. Ja. Und du? Hast du ja gesagt? Ja. 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 Okay. Ja. Ja, ich hatte einen. Was? Mein Bruder wird so gucken. Ach so, ja. Ja. Was turnt euch am meisten an? What the hell? ja, auch. Was? Hals. Aber das geht auch. Bei mir, boah, ich glaube so mein Innenschenkel, da bin ich sehr, sehr sensitiv. Und hier links halt. Eine Chokehold. Und Haare. Und Lippen. Deine Haare. Ah, okay. Juicy Lips. Wir müssen aufhören. Ich mag gerne diese Galle von hinten. Galle? Ja. Galle. Sehr schön. Ja, tatsächlich. Galle heißt Umarmung. Umarmung von hinten. So Ohrknabbern und dann. Ah! Ja, diese langsame, kennt ihr? Also du kommst von hinten und dann diese Küsschen so. Ah, okay. Ja, ja, ja. Also auch Küsschen. Ja. Ey, das sind echt komische Filme gerade. Ja. Was war euer schlechtestes Date?
Ich war in einem Date und ich wusste nicht, dass es ein Date war. Mein Date war mit einer Herkunftsmühle, das war kalt. Und wir saßen unter, nennt man das? Ventilator. Ventilator. Auch noch, ich sagte mir, es ist kalt, dann sagt er, ja, mir auch, zieht der Jacke. Nein, okay. Nein. So, ja, ne? Hat der dann gezogen. Sogar zugemacht. Das hat mich. Falscher Film, ja. Falsch Geld, ja. Mit Autobahn, was du das? Ja, Autobahn. Ja. Wollen wir da an der Autobahn was abschließen? Ah! Ich bin der Klo! Ab! Weil ich nicht Open the Door gemacht habe. Das war ab jetzt, ne? Abends an der Autobahn. Ja, ja. Vielleicht Tankstelle mit Taxi. Nachträglich. Oh mein Gott. So, so. Gib mir eine Wacke! It still pains! Aber da, ich war 18, 19. Auch noch. Das geht doch nicht. Naja. Mein erstes Date war, ich habe mich mit einem Typen getroffen und wir sind spazieren gegangen. Du hast einen Blick mit Typen. Und ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt. Ne? Ja, da damals. Genau. Ja. Und er meinte dann, willst du was essen? Und dann sind wir halt das Essen gegangen und der meinte dann zu mir, zahlen. Also der hat dich eingeladen und hat gesagt, genau. Boah, no. Ja, das hat also wow. So ähnlich auch mal. Da sind wir an der Kasse und dann sagt er, wenn ich genug habe, dann musst du dazu tun. Bei mir hat er gesagt, wer zahlt heute auf deinen Namen oder auf meinen Namen? Hä? Hä? Die ist halt der derselben gute Person Weise. Zusammen. Also ich war jetzt schon im Auto warten gelassen und den Rest wollte einfach mit jemand anderes gepasst. Oh. Das war ein Horror-Date. Wer lässt mich 6 Stunden in einem fremden Land im Auto warten? In einem fremden Land? In seinem Auto? In seinem Auto, ich hab mal den Autoschlüssel. Also ich konnte nicht einfach wegfahren. 6 Stunden. Da war ich böse. 6 Stunden. Ich hab dich nicht respektiert, ja. Ja, okay. Ja. Ich wurde zum Kino eingeladen und am Ende hat der Brie gesagt, das Geld gibst du mir aber wieder. Ne? Oh ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu setzen und die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich einfach mal sagen, bye! Bye.